Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, zum 2. Oktober-Webinar. Morgen ist Feiertag in Deutschland. Heute blicken wir wieder auf die Märkte hier zusammen bei Tickmill, wo sie Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährung bei einem wirklich sehr, sehr guten Broker für ihr Portfolio traden können. Und ich freue mich auch hier immer wieder jeden Morgen viele Gesichter zu sehen. Alexander ist da, Ludger, einen schönen guten Morgen euch beiden. Es ist eine schöne wachsende Community. Wir machen das Ganze ja nun auch schon eine Zeit lang und wenn wir das Ganze mal anschauen hier, die ganze Geschichte auch im Blog, ich ziehe Ihnen das mal ganz kurz runter. Wir sind mittlerweile hier, schauen Sie, 130 Posts gab es jetzt in diesem Jahr schon im Blog, seitdem ich das Ganze übernommen habe. Ich denke, das ist eine tolle Zahl. Wir haben den neuen Monat, das Trading läuft auch gut. Ich sage einfach, ich hau heute mal einen raus zur Feier des Tages, morgen 3. Oktober. Ich hatte das ein oder andere Mal hier auf Facebook schon geschrieben, ich bin vom VTAD, Verein Technischer Analysten in Deutschland, eingeladen worden, einen Vortrag in Berlin zu halten. Technische Analyse ist ja auch genau das, was wir hier jeden Morgen auch machen in den Charts. Und deswegen gibt es da einen Vortrag in Berlin und ich würde hier zwei Karten rausgeben. Da kostet eine Karte 30 Euro, kostet der Eintritt. Und für diejenigen, die das interessiert hier, bitte einfach mal schauen auf die Website vom VTAD. Ich kann das Ganze gerne auch mal linken hier in den Chat hinein. Das mache ich auch gleich mal. So, da haben wir es. Rein damit. Da gibt es am 8. November, hier, es ist ein Donnerstag, mein Vortrag Meister der Muster. Also, wer Lust hat, daran teilzunehmen, in Berlin bitte auch nur verbindliche Anmeldung, weil die Karten haben einen Wert und wir wollen die Veranstaltung ja auch nicht torpedieren mit Nicht-Erscheinungen. Der meldet sich einfach mal hier bei mir, einfach entweder auf Facebook kurz ranschreiben oder per Mail hier auf der Expertenseite bei Tickmill oder aber gucken Sie auf meine Website investorschule.de, da gibt es das Kontaktformular, da kann jeder hier auf mich zukommen. Also, wer mag, ich lade ein, zwei Karten gibt es hier auf diese Art und Weise. Wer da Lust zu hat, ist in Berlin, wer in der Nähe wohnt oder direkt in Berlin und Lust hat, mich da direkt auch mal persönlich kennenzulernen, beziehungsweise zu treffen, einfach hinkommen, mir eine Nachricht schicken und den Rest machen wir dann. Wenn es mehr als diese zwei Anmeldungen geben sollte, dann mache ich das Ganze als Verlosung. Schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Ich freue mich auf alle Fälle drauf, vielleicht den einen oder anderen hier aus unserer kleinen wachsenden Community in Berlin auch mal persönlich zu treffen. Das wäre ja dann auch eine Möglichkeit. Gut, damit zu den heutigen Handelsideen, wie immer der Risikohinweis vorab, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Na, ich sehe gerade, der Blog bzw. der Chat hier wächst auch weiterhin. Mario und Elena sind auch wieder bei. Also auch von meiner Seite einen tollen Tag, einen schönen Dienstag hier an dieser Stelle. So. Wie geht es weiter? Nun klar, wir schauen mal auf die Tagesnachrichten. Sie werden sich jetzt wundern, hups, hier steht heute Großbritannien mit drinnen. Sonst schaut der Herr Mike ja immer nur auf die USA und den Euro. Ja, ich habe heute mal Großbritannien mit reingenommen, weil diejenigen, die schon reingeschaut haben in den Handelsideen, es geht heute auch mit um britische Sachen. Das heißt, ich habe den FTSE 100 auf der Uhr und Euro-britischer Pfund. Und aus diesem Grund habe ich jetzt mal die Informationen aus Großbritannien mit reingenommen, weil es gibt, Sie sehen es heute, um 10.30 Uhr den Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe aus Großbritannien. Und das hat schon seine Wertigkeit im Impact, also in den Auswirkungen auf die Märkte. Und deshalb einfach hier das Ganze mit reingenommen. Was gibt es noch an ganz wichtigen Nachrichten? Heute um 18 Uhr der FED-Vorsitzende Powell spricht. Das hat immer Relevanz. Also das, was dort gesagt wird, hat das Zeug dazu, die Märkte immer zu bewegen. Aus diesem Grund bitte mit auf der Uhr behalten. Weiter geht es hier im Text. Um 10 Uhr gibt es das Treffen der EU-Finanzminister und am Nachmittag aus den USA. Dann spricht noch ein FOMC-Mitglied und am Abend um 22.30 Uhr gibt es die API, den API-Rohöl-Lagerbestand. Die Ölpreise sind ja in den letzten Tagen wieder auch deutlich angezogen. Da haben unsere Long-Prognosen hier rein aus der technischen Analyse gut angezogen, gut getragen. Also die Wege des Öls gehen mittlerweile wieder auf die alten Hochs, die wir vor kurzem entsprechend gesehen haben. Also
Damit meine ich natürlich nicht die Hochs, wo wir die über 100 Dollar hatten, sondern einfach die Hochs, die wir jetzt vor kurzem im Laufe des Jahres auch schon hatten. Da können wir ja mal kurz einen Blick reinwerfen. Hier, wir hatten ja das Hoch bei 75 hier in diesem Bereich gehabt. Das hatte ich ja angesprochen. Schau mal hier, da oben war das Hoch und da ist der Markt jetzt einfach drüber torpediert. Das sehen wir ja hier unten schön, dieses kleine Dreieck im Ausbruch gehabt und dann einfach nach oben. Jetzt stehen wir da oben, der Markt läuft weiter. Ich bin mal gespannt, wie es hier an dieser Stelle weitergeht. Aber eines muss man auch mit im Hinterkopf behalten. Das Thema steigende Ölpreise kann natürlich Druck auf die Inflation, gerade auch am US-Markt, bringen. Also ich sag mal, das sind so Dinge, die alle wie ein Zahnrad ineinander greifen. Eine zu starke Inflation kann die Fed dazu zwingen, bestimmte frühere Zinsschritte zu machen. Also man muss mal sehen, wie das Ganze ausgeht. Auf alle Fälle bleibt der Markt massiv spannend, steht jetzt weit in seiner Bewegung. Und von der Seite her muss man mal schauen nach oben hin, wenn man mal hier in den Monatschart reinkommt. Da ist jetzt erstmal eine ganze Weile nichts, ne? Das nächste Hoch hier auf Monatsbasis haben wir hier oben, schauen Sie mal, da oben in etwa, das liegt bei 80 Dollar, bis dahin ist jetzt erstmal im Monatschart der Weg frei. Man muss natürlich schauen, dass man das Ganze etwas auch begleitet hier, das Ganze mal kleiner zoomt, was da eventuell kam, aber Sie sehen, selbst in der Woche im längerfristigen Chart, da ist nichts. Na, da sind keine Schwankungen, der Markt ist hier einfach von dieser Marke hier oben bei 107, ist ja einfach brutal runtergekracht, ohne irgendeine Pause zu machen. Also da ist es schon interessant, was zu sehen ist. Wir haben jetzt hier in dieser Seite das nächste Wochenhoch liegen. Was haben wir hier bei, wo liegt das? Das liegt bei, jetzt muss ich selber erstmal schauen, das Hoch liegt bei knapp 78. Dann das nächste hier drüben, also wir haben hier ein paar Hochs aneinander liegen, die auf Wochenbasis schon abgeräumt werden könnten. Muss man mal sehen, es ist auf alle Fälle ein schöner Move. Und wenn wir mal uns diesen letzten Abwärtstrend hier anschauen, der steht jetzt über seinem letzten Hoch, klar, etwas in der Bewegung auf Wochenbasis, deutlich über dem Hoch. Mal schauen, ob es hier oben jetzt einfach so weiterläuft oder ob wir etwas sehen wie hier, kurz drüber und dann eine schöne tiefe Korrektur, wo man dann wieder aus dem tiefen, korrigierten Bewegungsbereich nach oben einsteigen könnte. Bleibt megamäßig spannend hier der Markt. Von der Seite immer schön auf der Uhr auch mit haben und das Ganze hier an dieser Stelle mit begleiten. Ich sehe gerade Holger, Ali auch von mir. Einen schönen guten Morgen und willkommen hier im Webinar. Und wenn jemand eine Frage zu einem Chart hat, bitte einfach hier auf Facebook posten und dann kann ich das Ganze auch gleich mit rein besprechen. So, wie geht es jetzt hier an dieser Stelle weiter? Wir schauen einfach mal in die Handelsideen für den heutigen Tag rein. Wo wir gerade bei den Handelsideen sind, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. In meiner Urlaubszeit gab es ein paar Informationen zur türkischen Lira. Ich hatte vor kurzem die türkische Lira an der Stelle besprochen und die Information, dass die türkische Lira gerade hier nicht handelbar ist, die ist an dieser Stelle an mir komplett vorbeigegangen. Das habe ich in der technischen Analyse hier an dieser Stelle nicht gesehen, aber wer es handeln wollte, es ging nicht zu handeln. Das ist jetzt eine Sache, die steht immer in den entsprechenden Newslettern mit drinnen, wer es nicht gesehen hat, oder aber auch in den Meldungen, die wir hier direkt über den Tickmill MetaTrader bekommen, aber wenn jetzt jemand merkt, mit einer Währung irgendwie geht die nicht zu traden oder so, da können Sie Folgendes machen. Sie suchen sich hier am Rand in der Marktübersicht einfach das entsprechende Symbol aus. Gehen wir beispielsweise mal auf eine türkische Währung hier, Euro-türkische Lira, das gibt es ja auch noch mit dem britischen Pfund und dem US-Dollar. Und da klicken Sie rechte Maustaste noch Spezifikationen und da sehen Sie die wichtigsten Informationen zum Kontrakt sozusagen hier. Da sehen Sie auch das ganze Thema der Margin-Währung, den Margin-Satz und hier sehen Sie beim Handel nur schließen. Das heißt hier an dieser Stelle, wenn Sie noch eine offene Position hätten, könnten Sie die schließen. Neu kaufen geht an dieser Stelle nicht. Das Ganze gilt auch für einen anderen Markt, zum Beispiel der indische Markt. Da können Sie momentan halt hier auch nur schließen. Ein Handel ist da momentan nicht möglich. Ja, das ist halt so, wie das Ganze jetzt hier auch für Sie leicht nachvollziehbar ist. Also immer wenn da was nicht passt, schauen Sie mal in diese Kontraktspezifikation rein. Da sehen Sie das. Wenn Sie sich das Ganze hier mal in einer anderen Währung anschauen, bei den Spezifikationen, da sehen Sie im Handel voller Zugriff. Das heißt, da ist alles in Ordnung. Da können Sie einfach hier mit rein. So, gut, dann würde ich sagen, weg von der Technik hin zu den Trades. Und ja, ich habe heute den Euro-US-Dollar auf der Uhr. Und ja, mir persönlich macht er gerade unheimlich viel Freude, weil er das tut, was ich gern möchte.
Das heißt, er läuft in meine Richtung. Ich sage auch an dieser Stelle, wenn ich das so sage, wenn der in meine Richtung läuft, ich habe auch eine Position hier an dieser Stelle auf die fallende Richtung mit offen. Was haben wir hier? Wir haben aktuell einen Markt. Gestern in der Vorbereitung stand er sozusagen hier. Diejenigen, die den Chart gelesen haben, werden das sehen. Das ist die Tagesschlusskerze hier von gestern. Die hat in diesem Bereich hier unten, ich mache das mal kurz etwas größer, um die Marke hier, das haben wir hier, der leichte Widerstand hier drüben bei 1,15711. Da hat er hier die letzten zweimal so ein bisschen aufgedutzt und ist dann wieder drüber gegangen. So, das ist jetzt der Punkt, wenn man das Ganze mal sieht. Man hat hier diesen grünen Aufwärtstrend nach oben hinlaufen, mal das Ganze etwas kleiner gesehen oder etwas enger zusammengezoomt. Wir haben hier entsprechend einen Rutsch vom Abwärtstrend. Hier ist er mal ganz leicht über dieses Hoch drüber gegangen, aber hat hier oben direkt immer wieder abverkauft. Das heißt, da kam jetzt keine Stärke rein. Hier unten stand er dann sehr, sehr tief in der Korrektur. Heißt also, er hätte ja nach oben rumdrehen können. Das wäre gut gewesen. Er kann ja auch immer noch nach oben rumdrehen. Wir sind momentan hier am Trend tief. Wo haben wir es? Bei ungefähr 1,15,3 steht das Tief hier an dieser Stelle. Wenn er da drunter rutschen sollte, dann wäre hier der Markt nach unten völlig weg. Das heißt, wir hätten diesen Aufwärtstrend wieder gebrochen. Da wäre dann nichts mehr mit einem Handel aus der Korrektur in die übergeordnete Richtung. Ich muss an dieser Stelle auch sagen, ich kann das aktuelle Geschehen am Euro-US-Dollar momentan nicht so richtig einschätzen, was hier am Ende bei rauskommt. Der Markt, man sagt immer, der preist Sachen ein, der preist Sachen aus. Die ganzen Wirtschaftssachen, die jetzt hier auf uns warten, die Risikozuschläge in Italien beispielsweise, die immer weiter auseinanderklaffende Schere zu den US-Zinsen, die spricht eigentlich stark dafür, dass der Euro weiter nach unten fällt, weil einfach diese Diskrepanzen die Währung einfach weiter schwächen. Der Euro wird aufgrund der Zinsdiskrepanz zu den USA immer unattraktiver. Das heißt, das sorgt eher dafür für einen Geldfluss in die USA. Das heißt, den Verkauf zum Euro, den Kauf vom US-Dollar, das macht die Währung schwach. Die Problematik in Italien, dito, das tritt auf die schwächere Seite. Und dann habe ich immer noch so ein bisschen im Hinterkopf zu sagen, okay, wir haben jetzt hier bei uns in Europa wieder eine anziehende Inflation. Das heißt, irgendwann müsste die Zentralbank eigentlich anfangen, die Zinsen zu erhöhen. Aber die kann sie nicht erhöhen, weil wir dann wieder die Probleme in den Südländern der Eurozone bekommen. Das heißt, die sind in meinen Augen gefangen. Zinserhöhungen wären extrem schlecht für die gesamte Wirtschaft hier. Und wenn dann allerdings die Zeit kommt, dass man wieder nach so einer langen Zeit in eine rezessive Phase rutscht, und wir haben ja in Deutschland mittlerweile auch erste Bremsspuren, was die Wirtschaft angeht, nichts Dramatisches, aber das Wirtschaftswachstum verlangsamt sich etwas, dann stelle ich mir doch die Frage, die Zentralbanken sind jetzt bei einer Nullnummer. Wir sind bei Null. Und wenn wir dann wieder in eine Situation kommen, wo die Märkte, sage ich mal, nach Zentralbankmaßnahmen verlangen, sind ja im Normalfall die Zentralbanken in der Lage gewesen, die Zinsen zu senken und damit die Wirtschaft zu stützen. Jetzt stellt sich für mich die riesengroße Frage, was will denn die Eurozone noch senken? Wo wollen sie hin? Die sind bei Null. Und all diese Dinge gehen mir so ein bisschen im Kopf rum. Das sind so die Sachen, warum ich sage, ich kann das Gesamtbild noch nicht so richtig einschätzen. Die aktuelle Bewegung, die trifft das Bild in diese Richtung, was ich gerade gesagt habe, der schwächere Euro. Das sehen wir hier im Abfall dieser Kerzen. Das passt ins Bild. Was halt nicht ins Bild passt, ist immer wieder dieser Hochlauf hier nach oben hin, hier auch leicht oben drüber. Das macht ja die Währung stärker und das kann ich nicht genau einordnen. Deswegen weiß ich fundamental nicht genau, wie ich diese Oberteile entsprechend einschätzen soll, aber nichtsdestotrotz, wir traden ja hier die Charttechnik an sich und da stehen wir momentan, wo wir gerade sind, und das heißt halt, Abprall würde bedeuten, wir laufen von hier unten wieder hoch. Das heißt, rein aus technischer Sicht wäre dann der Weg nach oben wieder angegangen, das heißt starke Bewegung nach unten, also Korrektur, Sprung nach oben. Wenn hier sollte ein Abprall kommen, dann nicht das Tageshoch von heute mal mit auf der Uhr, was zu überschreiten ist für die kurzfristigen Trades. Das hatten wir bei 1,15802 beziehungsweise dann die Tageshoch der Vortage bei 1,16250 und 1,16519. Das mal die Dinge. Sollte ein Rebound kommen hier auf die Oberrichtung, das könnte im kurzfristigen Bereich anlaufbar sein. Bricht der Markt nach unten durch, das heißt, laufen wir tatsächlich über dieses Trendtief hier, über dieses Korrekturtief unten drunter, dann sehen Sie, dann geht der Weg erst einmal wieder in Richtung knappe 1,13 hier unten, und dahin, auf dem Weg dahin, haben wir ein paar Tagestief auch liegen, die sind jetzt nicht direkt dran, aber sie sind auf alle Fälle im abholbaren Bereich. Das heißt, wir haben hier die 1,14789, das nächste Tagestief liegt dann bei ungefähr 1,13921 und dann, Sie sehen es hier unten, 1,13
6-4-8. Ich denke, die Thematik ist klar, wo es dann hingeht, wenn der Markt nach unten weiter spielt, dann ist hier die Situation geschuldet, dass wir dann möglicherweise auch diese Tiefs mit abräumen. Das können wir sehr schön für das kurzfristige Trading nutzen. Wichtig ist, hier in diesem Bereich muss eine Entscheidung getroffen werden, wohin der Markt auch laufen möchte. Das zum Euro-US-Dollar mal im Bild auf dem Tageschart. Hier im Stundenchart sieht man natürlich sehr schön den Abwärtstrend. Da gibt es nichts zu meckern. Der läuft sehr, sehr schön. Ist momentan in Bewegung. Hat hier ein Umkehrmuster. Apropos Umkehrmuster, da fällt mir gerade ein, diese Woche Freitag im edukativen Part sprechen wir mal über ein paar wichtige Kerzenformationen, die wir hier im kurzfristigen Trading auch immer wieder nutzen können, um bestimmte Situationen zu identifizieren fürs Kurzfristige, wenn eine Korrektur anfängt oder wenn eine neue Bewegung anfängt. Da spreche ich ja immer drüber. Das schauen wir uns am Freitag mal im edukativen Teil des Webinars an. Also nicht verpassen, da sprechen wir über ein paar Kerzenformationen. So, von den Kerzenformationen wieder zu den Charts und da bleiben wir noch bei den Währungen. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben heute noch den Euro-Britischen Pfund und den FTSE 100 auf der Uhr. Deswegen gehen wir jetzt zusammen mal in den Euro-Britischen Pfund hinein. So, da ist die Währung. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Euro dort rüberziehen. Sie sehen, wie einfach das auch funktioniert hier und im Stereo-Trader können wir dann hier die ganzen Sachen auch gleich zum Traden mit nutzen. Wen das interessiert mit dem Stereo-Trader, bitte auf die Website schauen. Dann können wir hier direkt auch mal die Märkte, beziehungsweise da können Sie sich direkt auf dem Markt, auf der Website den entsprechenden Stereo-Trader mal anschauen. Elena ist noch dabei, vielleicht bist du so gut, Elena, und packst mal den Link zum Stereo-Trader hier mit rein. Da muss ich jetzt die Website im Webinar nicht noch einmal aufmachen und wir können uns mit den Charts beschäftigen, aber all diejenigen, die den Stereo-Trader sich mal anschauen wollen, schauen Sie hier auf unsere Website, die Website von Tickmill. Da können Sie das Ganze mal zum Nachlesen direkt in die Hand nehmen, sozusagen. So, nun hier zum Währungspakt Euro-Britischer Pfund. Was sehen wir hier aktuell? Wir sehen verschiedene Bereiche, wo der Markt immer wieder so ein bisschen rumdreht. Einen dieser Bereiche, dieser Drehpunkte, habe ich hier mal in blau markiert. Das ist der Bereich 088.830 hier. Da haben wir immer wieder den Markt ein bisschen drunter, den Markt wieder drüber, den Markt ein bisschen drunter, den Markt wieder drüber. Hier gab es den Rebound, hier gab es mal einen richtigen Ruck nach unten hier in dieses Unterstützungslevel bei 088.437 und danach sprang der Markt direkt nach oben. Hier hat man wieder schön dieses Umkehrsignal und dann gab es den Rebound und der Rebound lief richtig schön tief in seine Korrektur hinein. Hier schauen Sie, das hier ist der entsprechende Abwärtstrend, der hier läuft und die Kerze hat wirklich alles auf einen Nenner gesetzt. Innerhalb von einem Tag knallte der Markt hier wirklich brutal nach oben. Hier über die Tageshochs drüber hinweg hat er alles abrasiert, was da war. Und dann nach diesem wahnsinnigen Schub nach oben, was die klassische Korrektur erst einmal in diesem Abwärtstrend hier darstellte, fing der Markt an, einfach wieder nach unten zu laufen. Und jetzt, wo sind wir jetzt wieder angekommen? Wir sind wieder in so einem Band gefangen sozusagen, in diesem blauen hier, wo der Markt nicht so richtig vor und nicht so richtig zurück will. Das ist so eine Phase, wo ich immer sage, buh, da halte ich mich mit dem Trading besser etwas zurück, weil der Markt ist hier wirklich sehr, sehr schwer einzuschätzen. Aber, und das ist ja das Coole, wenn er dieses Band einmal verlassen hat und uns eine Richtung vorgibt, dann können wir traden. Und das ist der Bereich, wo wir jetzt gerade sind und was der Markt hier macht. Immer noch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Um 10.30 Uhr kommen wichtige Wirtschaftsnachrichten. Aber wenn sich da etwas gibt, dann kann hier halt sozusagen zwei was passieren. Entweder wir dutzen wieder hier unten auf und es gibt wieder einen Rebound. Oder aber der Markt setzt sich fort. Das heißt, dieser Trend, diese Trendbewegung setzt sich weiter nach unten fort. Wir durchbrechen diese 088.437 und haben dann als nächste Anlaufpunkte auf der Unterseite hier mal diese leichten Tiefstellen hier bei 088.172 und 088.006. Das sind mal hier so ein paar Marken rausgezogen, die eventuell doch nach unten laufen könnten. Da muss etwas substanziell Schwaches kommen. Das sage ich auch, weil bei diesen Werten, in diesen Märkten, wenn ein Markt so deutlich wieder nach unten korrigiert ist wie hier, also so eine weite Strecke ohne großartige zwischenzeitliche Korrekturen hinter sich gelassen hat, dann ist es eigentlich normal, dass zwischendurch mal noch ein kleiner Erholer kommt. Und dann, wenn der Markt weiter schwach bleibt, dann der Rutsch. Und das ist das, was wir jetzt hier beobachten können, was uns wirklich die Zeit gibt, entspannt den Trade zu uns kommen zu lassen und dann entsprechend hier im Markt
zu agieren, wie wir das Ganze auch mit brauchen. Momentan die Kerze hier sieht wie eine Schwäche aus. Gucken wir uns das Ganze mal kurz noch in der Stunde an. Der Markt tingelt hier so seitwärts. Das ist ein normales Verhalten auch vor solchen Nachrichten. Hier kann es dann halt nach unten durchbrechen oder wenn die Nachricht halt gut genug ist für Kurssteigerung, dass der Markt nach oben läuft. Und dann haben wir hier, das sehen Sie dann in der Stunde, dass der Markt hier unten rumtritt. In der Stunde hier schön die Anlauflevel, wo wir nach oben auch mit auf den Rebound aufspringen können. Das sehen wir alles sehr, sehr schön in den untergeordneten Zeiteinheiten. So, und damit gehen wir einfach mal in den britischen Aktienmarkt. Das heißt hier wieder das Markt, die Marktübersicht aufmachen und dann entsprechend hier den Markt mit rüberziehen. So, das Kürzel für den FTSE 100 ist UK100, dass Sie das hier auch gut mitfinden. Und wir möchten hier in diesem Markt einfach gleich einmal noch ein paar Dinge mit anschauen. Das heißt, was hier in diesem Markt noch interessant ist, das ein oder andere Mal arbeite ich ja auch mit Bollinger-Bändern oder auch mit gleitenden Durchschnitten. Und hier in diesem Bereich sind die gleitenden Durchschnitte doch interessant, einfach mal zu beobachten. Warum? Ganz klar, der gleitende Durchschnitt der letzten 50er Tage, der gibt uns so ein bisschen das Gefühl, was der Markt an diesem Durchschnitt macht. Und hier oben sehen wir ja schon, er ist hier drunter gefallen und hier ist er nochmal rangekommen und hat gleich wieder abgekauft. So, jetzt hatten wir hier eine schöne Aufwärtsdynamik gehabt, hier um den Bereich von 7200, um die 30 Punkte. Hat sich ein leichter Boden gebildet, den der Markt dann schön zum Anstieg genutzt hat. Und der Anstieg hat ihn geführt über diese damaligen Widerstände und sogar über diesen gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Normal ist es hier in diesem Falle, wenn wir das sehen, was wir aktuell sehen, dass man drunter läuft und wenn der Markt wieder an Stärke gewinnt, drüber läuft. Das heißt, interessant wäre es jetzt hier zu sehen, wenn der Markt rumdreht von dieser Marke hier, dass wir eine Stabilisierung über diesen Bereich hier oben bekommen. Das wäre sehr, sehr schön. Das wäre gut. Das wäre ein positives Zeichen, dass der Markt sich tatsächlich weiter nach oben entwickeln möchte. Das heißt, springt er von dieser Korrektur hier dann entsprechend ab, dann wären Anlaufmarken, klar die Tagestiefs, die Tageshochs, die wir hier oben drüber stehen hatten, dann hier bei 7.557 und 7.000 knapp 570, diese Bereiche hier oben, das habe ich Ihnen mal markiert, läuft der Markt dann deutlich nach oben, wäre dann hier dieser Bereich um die Marke von 7.636 Punkten mal der nächste größere Widerstandsbereich. Aber, und jetzt kommt das Aber, es gibt ja in diesen Bereichen, in diesen Drehpunkten, wo wir hier immer laufen, verschiedene Ansatzpunkte. Und wer sich das Ganze hier anschaut, wir haben ja hier, wenn wir das Ganze mal untergeordnet sehen wollen, wir haben ja hier einen Trend am Laufen, der nach oben gerichtet ist. Den sieht man dann auch sehr, sehr schön in der Stunde. Ich markiere das jetzt hier einfach mal in grün, das Ganze, um hier Ihnen zu zeigen, was ich damit meine. Also das heißt hier, untergeordnet lief das Ganze etwas trendförmig ab. Wir hatten hier wieder den schönen Schub nach oben, dann gab es so leichte Korrektur hier rüber und dann noch die letzte Bewegung. So, und das Stück wird jetzt korrigiert und jetzt müssen wir uns mal anschauen, wenn der Markt stark bleiben sollte, dann sollte er auf keinen Fall unter dieses Tief hier unten drunter laufen, weil dann wäre dieser Trend erstmal gebrochen. Und das wiederum würde dafür sprechen, dass der Markt nicht stark bleibt, sondern dass er erstmal wieder die Schwächetendenz anläuft, hier von dem SMA 50 abprallt und dann wieder in Richtung dieser übergeordneten Dynamik hier nach unten läuft. Und das wollen wir eher für die Long-Seite nicht sehen. Das heißt, das wäre dann eher ein Zeichen für die Schwächeseite. Das heißt, läuft er hier unten drunter unter diese Marke bei 4.742 Punkten, wäre der nächste leichte Unterstützungsbereich hier bei 7.425, hier so in diesem Bereich, wo der Markt unten drunter gelaufen ist. Das ist jetzt hier ein bisschen verrutscht. Also hier so dieser Bereich, wo sich dieser leichte Trend hier nach unten fortgesetzt hat, das wäre dann die Marke als nächstes Support, beziehungsweise dann hier haben wir noch ein paar Tagestiefs. Der große Anlaufpunkt wäre, wenn sich diese Dynamik nach unten fortsetzen sollte, bei 7.231, da wäre mal das Tief, was wir hier unten hatten, das wäre dann also das Szenario, dass der Markt nicht rumdreht, nicht stark bleibt, dass das nicht hier nur eine leichte Korrektur gemacht hat und dann nach oben läuft, sondern halt wirklich schwach bleibt und nach unten abdreht. Bleibt spannend. Ich denke, die Nachrichten, die wir heute um 10.30 Uhr bekommen, werden uns da doch die ein oder andere Hinweis für die nächste Richtung mitgeben. So, damit genug für die heutigen Handelsideen. Ich sehe gerade, die Elena war wahrscheinlich nicht am Desk. Ich hatte ihn ja den
Stereo-Trader mit angesprochen. Ich zeige Ihnen das gleich nochmal, wie Sie den Stereo-Trader finden. Das heißt, gehen Sie einfach auf die Website von Tickmill und da finden Sie auf der deutschen Seite, das ist wichtig, dass Sie auf die deutsche Seite gehen, der Stereo-Trader ist aktuell exklusiv für die deutschen Kunden hier erhältlich und da haben wir hier bei den Werkzeugen den Stereo-Trader und wenn Sie da draufklicken, finden Sie alle Informationen darum. Ich nehme jetzt mal einfach diesen Link und poste den mal direkt noch hier mit rein. So, zack, da ist er. Ups, das wollte ich nicht, falscher Knopf. Hier ist er. So, jetzt haben Sie den Link und damit ist das Video, das Ganze direkt mit drinnen. Ach, Elena, du hast gerade geschickt, danke dafür. Jetzt haben wir es doppelt. Alles halb so wild, doppelt hält besser. Also von meiner Seite her, ganz lieben Dank für Ihre Aufmerksamkeit hier im Webinar. Hat mich gefreut, wieder viele Live-Zuschauer dabei zu haben. Ich lade Sie dann ein, am Donnerstag geht es weiter. Morgen ist hier bei uns in Deutschland Feiertag. Haben Sie eine schöne, erholsame Zeit am morgigen Tag und wir sehen und hören uns dann am Donnerstag wieder mit dem Blog-Eintrag und dann um 8.30 Uhr mit der Besprechung der aktuellen Handelsidee. Bis dahin wünsche ich Ihnen erfolgreiche Trades und bis zum Donnerstag. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel. Tschüss.